herzlich willkommen hier am Talentcampus Bodensee. Mein Name ist Sarah Rappold und ich habe die ganz, ganz große Ehre, zusammen mit meinem Kollegen Sanjay Tilak, der auch irgendwo ist hier, diesen Campus zu leiten. Und die zweite Ehre, die ich habe heute Abend, ist, Herrn Bo anmoderieren zu dürfen. Herr Bo ist ein Urgestein der SBW. Ist ungefähr so lange in der SBW, kurz danach wurde ich geboren, also schon über 40 Jahre und immer noch dabei, ein bisschen in einer anderen Funktion. Er selbst beschreibt seine Funktion mittlerweile so, du sagst, du bist als Wertschätzer, Zeitschenker und Geschichtenerzähler bei uns und da freuen wir uns natürlich sehr. Aber er hat die SBW natürlich geprägt als Pädagoge, als Neurobiologe, als Entwickler, in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Und er wird gleich noch ein bisschen was zu seiner Person sagen. Er wird auch ein bisschen was noch zu dem Talentcampus sagen, wo wir uns befinden. Und ich freue mich außerordentlich, Bo, dass du einmal mehr wieder da bist, vor allen Dingen nach der Corona-Zeit. Das erste Mal wieder mit so einem großen Vortrag. Und ja, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Genießen Sie es. Und es gibt nachher noch ganz, ganz viel Zeit, auch nach dem Vortrag in Gespräche zu kommen, auch mit Lehrpersonen und anderen Mitarbeitern vom Talentcampus hier oder natürlich auch mit dir, Bo. Dankeschön. Erste Frage, hören Sie mich? Und jetzt ist besser. Hallo. Ich habe nur gehört und wir wollen ja, welche. Also hier ist es an. Jetzt soll es gehen. Wunderbar. Soll ich so eine Art Schriftdeutsch sprechen? Wäre jemand froh? Oder verstehen Sie Mundart? Wer möchte gerne Schriftdeutsch oder so eine Art Schriftdeutsch? Gut, also, herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses spannende Thema. Ich freue mich für mich, ich freue mich aber auch für Sie, denn ich bin überzeugt, es wird interessant werden und ich freue mich für Ihre Kinder, die davon profitieren werden. Zu meiner Person ein paar Informationen, die in den Vortrag eingeflossen sind. Also ich habe studiert vor langer Zeit Menschenkunde aus verschiedenen Richtungen. Das nennt sich heute, diese verschiedenen Richtungen nennen sich Kognitionswissenschaften. Also es geht darum zu verstehen, wie der Mensch... Ein bisschen leiser noch. Jetzt ist es gerade besser, oder? Oder nein, das ist fast zu leise. Ja? So, geht's hinten? Ja. Gut. Die Kognitionswissenschaften fragen sich, wer ist der Mensch, wie funktioniert er, wie lernt er, was hat er für Gesetzmäßigkeiten von der Natur her, von der Kultur her und so weiter. Also ich möchte gerne so einen wissenschaftlichen Teil einbringen. Der zweite Teil ist, ich bin Vater. Also Teil von Eltern wie Sie. Und da wird auch einiges einfließen, vor allem auch von den Erfahrungen, die ich gemacht habe von anderen Eltern, wenn sie von ihren Kindern in der Pubertät erzählt haben. Und da hätten wir hier auch einen reichen Schatz von Erfahrungen. Und der dritte Teil, wie Sarah gesagt hat, ich bin jetzt schon lange in der SBW, habe verschiedene Funktionen gehabt, teils Funktionen, die ich aus Verantwortung gemacht habe, aber drei Funktionen, die ich aus Leidenschaft gemacht habe. Erstens, ich habe immer unterrichtet. Das mache ich so gern. Das zweite, ich habe unglaublich gern Jugendliche begleitet in dieser pubertären Phase im Hinblick auf die Berufswahl und den Übertritt dann vielleicht auch in weiterführende Schulen. Und in diesen Gesprächen habe ich enorm viel gelernt. Und das machen wir alle hier in der SBW. Jeder Jugendliche hat einen Coach
Und diese Erfahrung von diesen Gesprächen, die habe ich dann versucht umzusetzen als Leiter der Entwicklungsabteilung in Konzepte, in pädagogische Konzepte. Und ein wichtiger Teil war die Erkenntnis, dass Talente unglaublich wichtig sind für die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch für die Suche nach einer Berufung. Und deshalb ist dieser Talentcampus dann entstanden. In der Zwischenzeit sind es 4, Winterthur, St. Gallen und am Zürichsee. Und das ist etwas, was ich glaube, kann ich gut auch nachvollziehen, diese Gedankengänge heute Abend, dass Sie sehen, warum heißt das Talentcampus. Also ich beginne. Talente sind schon immer wertvoll gewesen. Bei den Griechen war es 26 Kilogramm Silber, das war ein Talent. Wir werden dann sehen, dass wirklich Talente, also rein monetär, sind das sehr spannend. Dann da lasse ich Sie kurz lesen. Ich hoffe, man sieht es hinten. Sieht man es hinten oder soll ich es vorlesen? Also, die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Sokrates, 489 vor Christus. Wenn etwas in allen Kulturen vorkommt und immer wieder vorkommt, dann hat es mit Biologie zu tun. Wenn Sie heute Abend Schilderungen von mir hören und denken, das ist ja wie üs, dann wissen Sie, es hat nicht mit Ihnen als Person etwas zu tun und es hat nichts mit der Person Ihres Kindes zu tun. Das ist Biologie. Und in 30 Jahren werden Ihre Kinder da sitzen oder irgendwie, weiß auch nicht, die Avatars von Ihren Kindern werden sich treffen. Und also es ist wirklich, wirklich ein Prozess, der gehört zum Mensch. Zu den Begriffsklärungen. Wir haben, sagen wir, bis zur 6. Klasse, 5. 6. Klasse spricht man von Kindheit und dann so ab 5. 6. Klasse, je nach Geschlecht, bei den Mädchen früher als bei den Knaben, kommt dann diese Adoleszenz, dieses Erwachsenwerden. Und da gibt es 3 Phasen. Die erste nennt sich Pubertät. Das ist so zwischen, sag jetzt mal, 11, 12 Jahren bis 13, 14 Jahren. Das ist die erste Phase, die ist gekennzeichnet durch einen ganz starken Wechsel, Entwicklung des Körpers. Also da kommen dann all diese typischen Körpermerkmale der Pubertät. Und anschließend so etwa 9. Klasse, bei den Jungs ein bisschen später, 10. Klasse, kommt die mittlere Adoleszenz. So 9. 10. Schuljahr. Da sieht man schon Unterschiede. Also in dieser mittleren Adoleszenz beginnen sie besser zu reflektieren. Das ist so der Beginn in der Lehre. Und dann kommt die letzte Phase, das ist die späte Adoleszenz, die hört auf so kurz vor der Lehre bei den Frauen. Und ja, wenn Sie selber ausbilden, kennen Sie das. Immer dann, wenn die Adoleszenz fertig ist, verlassen die Lehrlinge den Betrieb. Dann beginnt es wieder von vorne. Aus der Sicht der Jugendlichen ist die Pubertät eine Phase, da wünschen sie sich, dass es keine Erwachsenen gibt. Die machen nur Stress. Gibt immer Ärger. In der mittleren Phase erkennen sie, ab und zu machen Erwachsene Sinn, wenn es um Finanzen und Logistik geht. Und in der letzten Phase staunen sie, dass man plötzlich wieder ab und zu vernünftig mit den Eltern sprechen kann.
Das ist so die Sichtweise der Jugendlichen. Was wichtig ist in dieser Folie, ist, dass die Mädchen im Schnitt 2 Jahre früher in die Pubertät kommen. Das hat jetzt enorme Auswirkungen. Am einfachsten ist es ja für ein Kind, wenn es im Durchschnitt ist. Wenn ein Mädchen mit 10 Jahren in die Pubertät kommt und ein Junge erst mit 17, dann ist das für die entsprechende schwierig. Für uns als Lehrpersonen oder Lernbegleiter ist es schwierig, dass wir zum Beispiel in der 8. Klasse haben wir Mädchen, die sind von der Reife her, auch vom Verstand her, sind die 2 Jahre weiter. Wenn man also ein Gespräch führt, dann können diese jungen Frauen zum Teil schon sehr differenziert und reflektiert in dieses Gespräch eintauchen. Und dann sitzen die Jungs da und denken, was erzählt ihr? Und geben dann auch einen Beitrag und dann heißt es, halt doch dies Mut durch ins Kopf. Das geht ja noch. Aber diese jungen Frauen, die sind so hübsch. Und da sitzen die kleinen Jungs nebendran mit den Jö-Augen, kleine Nase noch, und schauen diese hübschen jungen Frauen an. Und da kommt die Pause und da kommen die älteren Jungs und schleppen die ab. Also da müsste man eigentlich reife Gruppen machen und nicht Jahrgangsgruppen. Was passiert genau? Es sind eigentlich 2 Dinge, die passieren. Das eine ist hormonell, das kennt man. Also das sind diese Sexualhormone, die einschießen bei den Mädchen, Östrogen und Progesteron. Und da passiert Folgendes. Sie haben ein Mädchen zu Hause, ein 10-jähriges Mädchen. Sie haben irgendwie Osterfest oder Weihnachtsfest, da kommen die Verwandten und so weiter. Und alle finden, das ist eine herzige Tochter. Die ist so nett und die spricht mit allen anständig und mit dem Onkel und der Tante und hilft. Und 2 Jahre später, zickig, frech, hilft nicht, man muss sich fremdschämen. Man denkt, mit dir muss ich nachher sprechen, so kannst du doch nicht mit dem Onkel sprechen. Ist ja schließlich dein Götti. Und so weiter. Und das ist das Schwierige, dass die Emotionalität so schnell ändert. Es wäre für uns auch schwierig, wenn das plötzlich ändert, von einem Schlag auf den anderen, am gleichen Tag. Und man weiß nicht warum. Und da kommt noch irgend so jemand und sagt, was ist denn passiert? Boah. Also das ist wirklich schwierig, diese Zickerei. Bei den Jungs kommt das Testosteron. Das führt dazu, dass sie wachsen, dass sie Kraft bekommen, dass sie Muskeln bekommen. Und jetzt wird es gefährlich. Jetzt ist da die kleine Tochter. Oder? Der hat man früher einen kleinen Klaps gegeben und die fliegt jetzt durchs ganze Zimmer. Das heißt, man muss diesem Jungen sagen, hey, spinnst du eigentlich? Jetzt musst du, hey, das kannst du so nicht mehr machen. Und häufig führt es auch dazu, dass sie aggressiver werden, weil das Testosteron auch das fördert. Was man noch nicht so lange kennt, aber was ganz wichtig ist, aber Sie kennen es von den Symptomen her, das ist dieses Melatonin, dieses Einschlafhormon. Das wird gebildet in der Mitte des Hirns, in der Zirbeldrüse. Das wird gebildet bei Ihnen jetzt. Bei den Kindern früher. Das heißt, Kinder können, wenn dieses Melatonin kommt, können die ins Bett und schlafen jetzt sagen wir, um 20 Uhr schlafen die. Und da kommt die Pubertät und das Melatonin kommt nicht mehr. Und dann liegen sie im Bett und können nicht schlafen. Und dann hört man irgendwie im Kinderzimmer, hey, was musst du denn? Geht man rein und sagt, hey, schlafen mal, ich kann nicht schlafen. Und dann, ja, denk doch an etwas Schönes. Oder, ich hole dir Melissentee, das hilft.
Oder der Vater, kein Wunder, kannst nicht schlafen, wenn du keinen Sport machst. Es hilft alles nichts. Also die Jugendlichen finden dann heraus, das Beste ist einfach ruhig sein, bis die Eltern schlafen. Und dann kommt der schönste Moment der Pubertät. Das nennt sich Open End. Das ist wunderbar. Da haben sie etwa 6-7 Stunden, wo niemand etwas meckert, niemand etwas von ihnen will und sie einfach ihren Frieden haben. Und sie treffen sich in diesem Frieden. Sie brauchen nur ein Gerät. Sie kennen das. Das Melatonin ist so eingestellt, dass es im Zusammenhang steht mit der Lichtqualität. Das heißt, wenn die Sonne sich senkt und das blaue Licht nicht mehr auf die Oberfläche kommt, wird das weiße Licht gelb. Und das führt dazu, dass das Hirn weiß, jetzt ist Abend, jetzt beginne ich mit dem Melatonin, mit diesem Einschlafhormon. Wenn ich aber einen Beamer habe, ein iPhone oder ein Laptop und ich habe nicht eingestellt, dass der automatisch ins Gelbe rutscht, dann weiß das Hirn, jetzt ist Mittag. Und dann liegen die dort im Bett und das Hirn weiß, es ist Mittag, jetzt musst du nicht schlafen. Also das ist ein zusätzliches Problem, dieses blaue Licht von den Bildschirmen. Ja, das führt natürlich dazu, dass sie einfach spät einschlafen. Punkt. Durchschnittszeit 23 Uhr. Wenn sie jetzt vor 7 Uhr aufstehen müssen, haben sie zu wenig Schlaf. Es wäre relativ sinnvoll, die Schule beginnt um 10 Uhr. Das würde dieser Phase entsprechen. Könnt ihr vielleicht vorher irgendwie für Pensionierte oder für Senioren die Schule nutzen, oder? Die stehen ja dann relativ früh auf, irgendwie so etwas kombinieren. Das wiederum führt dazu, dass sie sich nicht erholen können. Und da sieht man, ein Drittel ist einigermaßen erholt und 2 Drittel ist nicht erholt. Und das habe ich mit den Jugendlichen wirklich zeigen können. Ich habe dann so Übungen gemacht, so autogenes Training, und habe sie am Boden liegen lassen, und etwa nach 5 Minuten hat man gehört, wer eingeschlafen ist. Die sind komplett übermüdet. Und das hat nicht nur einen Einfluss auf die Psyche, das sieht man im Sport, eine ganz ähnliche Kurve, die man hier sieht. Wenn Sportler unter 8 Stunden schlafen, ist die Verletzungsgefahr um 1,7 höher. Also wir haben ja sehr viele Sportler hier bei uns im Haus. Das ist ein Riesenproblem. Verletzungen können unter Umständen das Ende der Karriere bedeuten. Und wenn sie jetzt unter 8 Stunden schlafen, haben sie fast das doppelte Risiko, dass sie sich verletzen. Also der Schlaf, also wenn man sie macht, dann schlafen sie schon. Einfach nicht dann, wenn wir möchten. Aber die holen sich die in den Wegen. Ne? Was auch als Wecker gilt, nebst dem blauen Licht, sind natürlich irgendwie so kohlenhydratreiche Getränke, Zucker und Nikotin oder Koffein. Also das ist Gift zum Einschlafen. Aber das lieben sie. Das so viel zu den Hormonen. Und jetzt zu der Neurobiologie. Was passiert im Hirn? Das Hirn entwickelt sich nach der Geburt, reift es von hinten nach vorne. Hinten, da ist die Sehrinde, das ist ganz am Anfang, bei den Babys beginnt das. Dann kommt die Bewegung, die Motorik und die Sprache. Und am Schluss reift nachher dieser Teil hier vorne, das ist so der Frontallappen, das ist der Lappen, der uns als Menschen auszeichnet. Und dort sind alle höheren Funktionen des Menschen drin.
Jetzt ist es so, wenn ein Kind geboren wird, dann beginnt es im Prinzip noch bei Null. Hingegen hier, bei einem 12-Jährigen, der in die Pubertät kommt, passiert jetzt Folgendes. Dieser Hirnlappen funktioniert, das Kind. Der funktioniert. Aber jetzt, hier, über den Augen wird umgebaut. Plötzlich entsteht eine Baustelle. Und zwar in der Form, dass plötzlich sehr viele Neuronen zu wachsen beginnen. Also das Hirn wächst, die Anzahl Nervzellen wachsen, werden mehr, aber was abgebaut wird, sind die Verbindungen. Das heißt, es ist eine Baustelle, in der Funktionen, die vorher vorhanden waren, aufgelöst werden. Punkt. Also der funktioniert nicht mehr. Ausgerechnet der Lappen, der uns zum Menschen macht, der die höchsten Funktionen hat. Und wenn Sie das mal selber ausprobieren wollen, wie das ist, das geht relativ einfach, weil es der sensibelste Teil des Hirns ist für Alkohol. Also wenn Sie jetzt nachher vielleicht noch an die Fasnacht gehen und Sie einen gewissen Pegel haben, dann steigt dieser Lappen aus und dann sind Sie wieder im pubertären Verhalten. Für den Jugendlichen ist das überhaupt nicht lustig. Also die wissen gar nicht, was mit ihnen geschieht. Die sind irgendwie, die machen Dinge, die sie bereuen, die machen Dinge, die sie selber nicht begreifen. Das ist extrem schwierig. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Ich habe einen Link am Schluss, in der Sie alle Folien erhalten. Einfach, dass Sie in Ruhe zuschauen können. Was ist jetzt dort vorne? Also bei Ihnen funktioniert er, sonst wären Sie nicht da. Bei denen, die sich angemeldet haben und jetzt nicht da sind, weiß ich es nicht. Voilà. Also ich lese es vor. Zeit investieren für zukünftige Aufgaben. Ordnung und Übersicht schaffen. Auch ein Kreislaufdenken. Planen und Entscheidungen treffen. Belohnungsaufschub. Kontrolle von Trieben und heftigen Gefühlen. Investition in Gesundheit und Schlaf. Pünktlichkeit mit Zeitreserve. Einfühlungsvermögen für Erwachsene. Perspektivenwechsel. Voilà. Und wenn Sie jetzt Pech haben, steigt alles aus bei Ihrem Kind. Wenn Sie Glück haben, nur Teile. Wenn alles aussteigt und Sie haben nur ein Kind, dann ist die Gefahr da, dass Sie sich überlegen, du hättest mir alles falsch gemacht und den Fehler bei sich suchen. Ich gebe ein Beispiel, wie das zusammenspielt. Also, morgen. Die kommen runter in die Küche, Stress zu spät. Sie haben keine Zeit, ruhig hinzusitzen, ein paar nette Worte zu wechseln und irgendwie noch etwas über den Tag zu erzählen. Und dann sagt man, könntest du nicht nur 7 Minuten früher aufstehen, dann hättest du den Stress nicht. Dann werden sie sauer, rennen nach oben, holen ihr Schulzeug, dann hört man irgendwie, etwas ist nicht gut. Dann rennen sie runter und sagen, ich finde, das sei ich nicht. Und dann kommen die guten Ratschläge, weißt du, du musst am Abend immer alles verraten. Ja, hast du nur Kassichtgabe büchen, wo kannst du nachschauen. Und dann rennt der Jugendliche raus, kommt wieder zurück und sagt, du musst mir unbedingt noch das schicken. Irgendwo ist es, mach ein PDF und schick mir es einfach, ich muss es heute abgeben. Riesenstress, oder? Planen und Entscheidungen treffen. Genau in dieser Phase kommt dann die Berufswahl. Die können das gar nicht. Es ist die dümmste Phase. Und so weiter, oder? Auch das Einfühlungsvermögen für Erwachsene, plötzlich fehlt das. Für ihre Freunde haben sie es, aber für uns nicht mehr.
Beispiel Ordnung. Ich bin überzeugt, wir könnten ein atemfüllendes Programm machen, wenn Sie mir die Fotos von Ihrem Kinderzimmer schicken. Ich habe 60 so Zimmer von den Jugendlichen, die mir das gegeben haben. Und das Problem ist, was macht man als Eltern? Dann sagen wir, ruhen wir mal die Zimmer auf. Ja, was heißt das jetzt pragmatisch aufräumen? Das heißt Folgendes. Ich habe einen Raum, in dem laufen verschiedene Prozesse ab. Ich überlege mir, wo ist die Zentrale dieses Prozesses und wie greifen die Prozesse ineinander. Das, was man macht im Beruf, wenn man irgendwie einen Raum einrichtet, sei das eine Garage oder ein Werkraum oder ein Lager oder ein Labor oder ist egal, oder eine Küche, oder? So, dass es optimal funktioniert, ineinander greift und dass die Dinge nicht ausgehen, sondern dass man Reservematerial irgendwie hat. Ohne Vorderlappen keine Chance. Also, wenn ich jetzt diesen Jungen sagen, hey, wenn du in den Ausgang willst, heute Abend, gehst du erst, wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast. So, jetzt geht er mit seinem Vorderlappen, macht Folgendes, holt hier die Sporttasche, die hat übrigens unten noch ein feuchtes Frottiertuch, räumt alles ein, sucht sich irgendwo einen Platz. Tschüss, aufgeräumt. Die können das einfach nicht. Weil es eine wirklich hochfunktionale kognitive Leistung ist, so etwas zu machen. Das wurde mir so klar bei dieser jungen Frau, da war ich Coach. Und sie hat behauptet, die Lehrer machen Prüfungen über Themen, die wir nie besprochen haben. Aber ich gesagt, das glauben wir nicht. Doch, dann habe ich mich erkundigt und dann haben die Kollegen gesagt, nein, wir haben Schnellhefter abgegeben mit allen Informationen. Dann habe ich sie wieder kommen lassen und gesagt, darf ich mal in deinen Rucksack schauen? Du hast das irgendwo. Und dann hat sie gesagt, ja, ich könnte schon schauen. Und dann hat so etwa zwei Drittel kriegt dich raus. Ein Drittel war so ein inertes Konglomerat zwischen Papier, Red Bull, Schokolade. Das brachte ich nicht mehr heraus. Und dann sind wir runter ins Fächli. Und jetzt spinnt. Und dann wirklich wieder ein Riesenpuffer. Und habe ich gedacht, aber so findest du doch nichts. Und sie war so eine sympathische und hat einfach dort gesagt, das ist normal. Und dann ist es, nein, das ist nicht normal. Und dann habe ich ein Fotoapparat gehabt und dann habe ich gesagt, hat sie gesagt, fragen Sie mal die anderen. Und dann habe ich das gemacht und dann sind die alle runter, haben alle Spinnen aufgemacht. Es ist normal. Dann haben wir Folgendes gemacht. Haben wir zwei Tage reserviert. Die Aufgabe war, ihr bringt alles mit von zu Hause. Alles Schulmaterial. Ihr holt alles vom Spinn drauf und ihr leert den Rucksack darüber und dann machen wir Ordnung. Und Punkt 1, von was können wir uns trennen? Und dann haben sie alles, was sie nicht mehr brauchten, haben sie auf die Seite gelegt. Und er war jetzt so einer, ich weiß auch nicht, der hat überhaupt keine Entwicklung hier gemacht. Das war perfekt. Der Vorderlappen funktioniert und sagt, Herr Boga, muss ich machen? Ich habe Ordnung. Er sagt, könntest du nicht die Zeitungen bündeln und wägen? Ich sage, ja, mache ich. Sieht man auch, wie schön es gemacht hat, oder? 175 Kilogramm von einer Klasse. Und jetzt muss man sich fragen, wer ist da schuld? Wir Lehrer sind von Folgendem ausgegangen. Wir geben ein Blatt ab, das Blatt wandert in den Locher, vom Locher in den Ordner und dort ins Register, oben. Vergiss es. Also mussten wir Folgendes machen. Das ist übrigens dieser Raum. Wir müssen immer wieder den Jugendlichen helfen,
wie macht man Strukturen, wie macht man Ordnung. Sie können das in dem Alter nicht. Nur ganz wenige können und die können dann helfen. Aber das ist nicht schlechter Wille. Das ist einfach eine Phase, weil die Verbindungen aufgelöst werden. Dann kommt das da, ich glaube, das können Sie lesen. Wenn ein Problem gelöst ist, ist es gelöst. Machen wir auch etwas zweites Problem, Jungs. Also Sie investieren keine Zeit in Kreislaufdenken. Das heißt, wenn Sie etwas aus einer Schublade nehmen, dann hat es ja geklappt. Oder aus einem Kasten. Oder wenn Sie auf dem Klo sitzen und es hat gerade noch das Papier gereicht, dann hat es gereicht. Das ist unglaublich. Als unsere Tochter in den Ausgang ging, ich habe dann gesehen, wie viele Probleme sie gelöst hat. Bis hin zum Keller mit den Schuhen, alles. Oder? Das war eine ganze Geschichte von Problemlösung. Planung, das ist ja auch etwas, das macht nur der Mensch. Also das können Tiere nicht. Und wenn ich mit Jugendlichen darüber spreche, hast du eine Planung? Sagen sie ja. Und sagen, zeig das mal. Und dann zeigen sie mir irgendein Aufgabenbuch. Und dann sage ich, nein, das ist eine To-Do-Liste, das ist keine Planung. Und dann versuche ich mit ihnen so durch vier Phasen zu gehen. Phase 1. Planung heißt, die ganze Woche mit Samstag, Sonntag und den Abenden und den freien Zeiten und dem Training und alles eintragen. Das habe ich gemacht bei einem Jugendlichen, der, es war die Gefahr, dass er die Matura nicht besteht, weil er keine Planung hatte. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, eine Woche reicht mir nicht, ich muss das 4 Wochen machen, weil sonst habe ich immer am Montag dann ein Problem. Habe ich gesagt, sehr gut. Dann hat er das für 4 Wochen gemacht. Das ist dann die zweite Stufe. Und dann hat er Freude bekommen und plötzlich kam die dritte Stufe, ist er gekommen und hat gesagt, ich habe jetzt eine dynamische Planung. Das heißt, wenn ich etwas nicht mache, kann ich es nehmen und dort, wo Reserve ist, hinstellen. Habe ich gesagt, hey, genial. Und dann haben wir das besprochen in der Schule und dann hat es ein paar, bei denen hat das alles funktioniert, die haben gesagt, ich mache jetzt eine strategische Planung. Ich habe die Wochenplanung und dann überlege ich mir, welches sind die Ziele, die ich in den Fächern erreichen werde. Welche Noten möchte ich dort haben? Dort, wo die Note schon stimmt, mache ich nichts. Dort, wo die Differenz zu groß ist, mache ich nichts. Am meisten bringt es zwischen 3,5 und 4, also es ist in der Schweiz so knapp genügend oder ungenügend, dort bringt es am meisten. Clever. Also das wäre dann so, wirklich, dann weiß man, also da funktioniert der Vorderlappen, Pubertät ist durch. Dann kommt das Zweite, es gibt einen Beziehungswandel und das ist das, was Ihnen heute Abend wehtun wird. Und zwar folgender. Wir haben hier das Alter, also 5 Jahre, 10 Jahre, 15, 20, also Schluss der Pubertät oder der Adoleszenz. Am Anfang sind die Eltern die allerwichtigsten Bezugspersonen. Die allerwichtigsten. Also etwas Größeres als Mutter und Vater gibt es nicht. Und alles, was Mutter und Vater machen, ist richtig. Die sind fehlerlos. So. Dann kommt die Pubertät und dann geht es noch ab. Dann geht es wirklich einfach nur noch runter. Aus der Sicht der Eltern gibt es einen wichtigen Punkt, das ist der Punkt hier. An diesem Punkt werden die Blauen, die Peers, die Gleichaltrigen werden plötzlich wichtiger als die Eltern. Und das spürt man. Und wenn es das letzte Kind ist, das man hat, ist das der Punkt, wo man spürt, ich werde nie mehr in meinem Leben so eine Bedeutung als Vater oder Mutter haben, wie ich bis jetzt hatte.
Und beim letzten Kind ist das hart. Und das hat auch einen Einfluss auf die Beziehung zwischen den Eltern. Das Zweite, was passiert, ist, dass man die Kontrolle verliert. Man verliert die Kontrolle an die Peers. Und da kommt die Frage, sag mal, mit wem triebst du dich eigentlich rum? Hast du auch gemerkt, dass das kein guter Einfluss ist für dich? Aus der Sicht der Jugendlichen, eine riesen Enttäuschung. Der Vater hat Fehler, die Mutter hat Fehler. Mein Gott, habe ich mir etwas vorgemacht. Und in dieser Enttäuschung können sie ganz giftig werden. Ganz giftig. Sie nehmen dann die Fehler. Und wenn man irgendwie Nein sagt, oder? Dann kommt der Bogenschuss hundertprozentig. Und dann denkst du, mein Gott, ist das mein Kind? Ist das der Dank für 12 Jahre? Also, die Frage, mit wem treibst du dich herum? Gibt verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1, das sind wirklich tolle Peers. Die kommen zu Ihnen nach Hause, grüßen Sie, geben Ihnen die Hand, sagen sogar den Namen, dann gehen Sie ins Zimmer mit der Tochter oder dem Sohn und dann denkt man, das ist schon noch nett, das ist schon noch nett. Und dann bringt man irgendwie noch Kuchen oder Gurzli und dann bedanken Sie sich, kommen runter, bringen den leeren Teller, geben einem die Hand, gehen nach draußen. Wirklich, also tolle, tolle Kinder. Das sind auch Gruppen, die man gerne irgendwie sagt, ey, ich führe noch schon den Teil, ich nehme noch mit dem Auto, ich komme noch wieder holen. Es gibt nur ein Problem in dieser Gruppe, oder mit dieser Gruppe. Die gibt es nicht. Gruppe 2. Herzensgute Menschen, die sich aber überhaupt nicht eignen für Familienfeste. Gruppe 3, herzensgute Menschen, die aber nicht so aussehen wollen. Die auf alle Fälle jeden Kontakt mit Eltern vermeiden. Und man weiß nicht, sind das jetzt Nette oder sind das nicht Nette? Und wenn man dann so irgendwie raffiniert sagt, ich komme dich abholen. Wo soll ich parken? Was denn dir Tinder? Und dann verabschiedet sich der Sohn oder die Tochter und kommt und man weiß wieder nicht, was das für Typen sind. Und die letzte Gruppe, die ist extrem gefährlich, das sind Gruppen, die Gewalt verherrlichen, die Straftaten begehen, Drogen nehmen, Rechtsextremismus. Wenn man in dieser Meute ist, kommt man nicht mehr raus. Die kleinsten Andeutungen werden mit Schlägen bestraft und dieser Junge kommt hier nicht mehr raus. Der hat keine Chance mehr. Und für die Eltern, häufig ist es so, dass nicht einmal die Eltern das zuerst wissen, sondern die Nachbarn. Weil die Kinder kommen nach Hause und sagen, du, weißt du, mit wem liegt sich der um? Und dann ist die Frage, welche Verantwortung haben wir den Eltern gegenüber, ihnen vielleicht das mitzuteilen? Weil die brauchen professionelle Hilfe. Das ist dermaßen eine Belastung, wenn man ein Kind verliert in so eine Gruppe, da brauchen die Eltern Hilfe. Und sonst unter Umständen kann sogar die Beziehung unter den Eltern in Brüche gehen. Also das ist wirklich ganz schwierig. Dann kommt das da, ich glaube, das können Sie lesen. Man wird zur Infrastruktur. Und solange die Infrastruktur funktioniert, ist alles okay. Die Kinder, es gibt niemanden, es gibt wirklich niemanden, der sie so gut kennt wie ihre Kinder. Und die Kinder haben jetzt 12 Jahre, haben sie Ratschläge bekommen, wie sie sich verhalten müssen. Und
die brauchen das nicht mehr. Die kennen sie. Das war so eindrücklich, meine Eltern waren Diplomaten, haben mich mit 12 Jahren zurückgelassen. Und beim Abschied hat mein Vater gesagt, Christoph, jetzt können wir nichts mehr für dich tun. Ja, das war damals so. Ich konnte nicht telefonieren. Wir können nichts mehr für dich tun. Du musst jetzt selber entscheiden. Und wenn du unsicher bist, kannst du dir ja überlegen, was wir dir für eine Antwort geben würden. Das hat funktioniert. Und den letzten Satz habe ich sehr geschätzt. Hat er gesagt, machen kannst du dann immer noch, was du willst. Und das funktioniert heute noch. Sie sind schon lange tot, aber das funktioniert immer noch. Das heißt, es braucht das nicht mehr bei Pubertieren. Wir haben das so oft gehört. Ich habe die Jugendlichen gefragt, was ruft eure Mutter hier? Räum endlich dein Zimmer auf, sonst. Wann bist du zu Hause? Oder diese da, oder? Ich habe gestaunt, einer, der ist wirklich, der funktioniert seit 60 Jahren. Und eine Jugendliche hat mir gesagt, wissen Sie, Herr Bob, Sie wissen ja, mein Vater ist Therapeut. Und wenn ich irgendeinen Ärger habe, sagte er zu mir, möchtest du darüber sprechen? Ich möchte, dass er auch mal explodiert. Dann haben wir geschaut, wer stresst denn am meisten? Und haben alle Personen, die stressen, aufgezählt, also vom Trainer, Lehrer, Partner, Freunde, Kollegen, Geschwister, Großvater, Großmutter, Vater, Mutter. Und haben dann, einer war wirklich ein Clever, hat gesagt, wir könnten einen Stressindex machen. Da haben wir das gemacht. Was denken Sie, wo ist der größte Stressindex? Also Mutter, Vater und Geschwister. Das hat jetzt verschiedene Implikationen. Punkt 1. Falls Ihr Kind sagt, weißt du, wer mich am meisten stresst? Du! Dann können Sie, sagen Sie es nicht, aber denken Sie es, ah, Durchschnitt. Punkt 2. Das ist genau das richtige Alter, das jetzt klopft. Wenn die Pubertät, wie bei mir, mit dem Vater erst mit 35 kommt, dann wird es extrem peinlich. Wenn die Pubertät erst vor dem Grab kommt, wird es noch schwieriger. Das ist das richtige Alter. Sie können sich also auf die Schulter klopfen, denken, richtiges Alter, Durchschnitt. Zweite, wissen Sie, wo der Ort des größten Stresses ist? Ist klar, oder? Zu Hause. Und die müssen nach Hause. Das Einzige, was sie machen können, ist, sie kommen nach Hause, schleichen sich irgendwie sofort weg, baff! Und dann denkt man, was ist jetzt los? Und da geht man nett, klopft, geht's dir gut. Glauben Sie mir, die sehen auch so aus. Ich hatte immer montags morgen, hatte ich Humanbiologie. Habe mich gefreut, habe vorbereitet über das Wochenende. Und dann sind sie gekommen am Montag und ich habe sie begrüßt, so wie ich das bei ihnen auch gemacht habe. Ich stand immer vor der Türe und habe sie so angeschaut und da sind sie so gekommen. Da ist halt nicht gut. Und dann so, wenn dann etwa 10 so an mir vorbei sind, habe ich gespürt, wie mein Muskeltonus nachlässt. Das ist dann wirklich nicht lustig. Und die Frage ist, wieso verlieren die Pubertierenden die Lust? Heute weiß man das, was passiert. Hier ist das Lustzentrum, der Nucleus accumbens. Der ist aktiv, wenn wir
Essen, wenn wir trinken, bei der Sexualität sehr stark, aber auch wenn wir etwas machen, wo wir die Zeit vergessen, wo wir denken, ach, gibt es nicht endlich mal einen Tag, wo mich niemand kennt, wo ich einfach machen kann, was ich will. Das wäre dann der Nucleus accumbens, der aktiv ist, oder? Und jetzt ist es so, bei den Kindern lässt der plötzlich nach. Das heißt, die Reize, die vorher dieses Endorphin ausgelöst haben, da kommt nichts mehr. Und das erlebt man dann so, Sonntagsspaziergänge. Nur Nico. Sogar Ferien mit der Familie. Hätt's WLAN. Wirklich, also, oder das Instrument, das schießt mir ab. Oder mach doch das, hast doch früher immer so gesagt, das schießt mich ab. Wirklich, das ist ganz schwierig. In diesem Alter werden dafür die Nikotinrezeptoren aktiv. Das heißt, wenn ein Kind mit 10 Jahren raucht, dann wird es ihm schlecht. Aber wenn es jetzt mit 12, 13 zu rauchen beginnt, dann löst das Endorphin aus. Also das ist biologisch gesehen eigentlich das richtige Alter, um mit dem Rauchen zu beginnen. Es gibt eine Möglichkeit, das ist ja klar, das versuchen wir auch immer glücklich zu sein, wir wollen dieses Endorphin. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern. Und da muss ich jetzt etwas Anthropologisches sagen. In uns steckt eine DNA, also eine Erbsubstanz, die hat sich seit 50.000 Jahren nicht verändert. Also sie sind wirklich alte Individuen, was die DNA anbelangt. Und jetzt ist Folgendes. Während der Pubertät lässt beim Kind für gewisse Dinge die Lust nach und wird kompensiert, indem diese Dinge mit viel mehr Risiko gemacht werden. Und damit bereitet die Natur diesen Jugendlichen auf das vor, was seine Aufgabe nachher als Erwachsener gewesen ist vor 50.000 Jahren. Und wenn man ein Bube ist und zum Krieger wird oder zum Jäger wird, dann ist es wichtig, dass jetzt das Risiko erhöht wird. Der Körper ist in einem fantastischen Zustand, beneidenswert. Elastische Muskulatur, Bindegewebe, das wie ein Gummiband ist. Muskulatur, die Kraft gibt. Unglaublich, was plötzlich möglich ist. Ich denke, es mag, wenn Sie da trainieren. Ja, unglaublich. Ich gehe da irgendwie als Pensionierter vorbei und schaue das an und denke, Meister Gott. Das macht so Spaß. Die brauchen jetzt Tätigkeiten mit großem Risiko. Klar, man muss ihnen auch sagen, hey, es gibt gewisse Dinge, da musst du dich schützen. Aber sonst voll Risiko. Auch wenn du mal einen Knochen brichst, ist doch egal, ob mal ein Arm gebrochen ist oder nicht. Das ist viel wichtiger, dass sie jetzt sich austoben können, nämlich das machen, was die Natur will. Und ganz toll ist es, wenn sie Zeiten haben, in denen das möglich ist, wenn sie das gemeinsam machen können, also in Jugendorganisationen. Das ist traumhaft, wenn wir um ein Feuer herum sitzen, in der Nacht und Gespräche führen. Dann gibt es eine Resonanz mit dieser 50.000-jährigen DNA. So haben wir früher gelebt. Das hat eine unglaubliche Qualität. Diese Beziehung, die entsteht durch diese tiefen Gespräche am Lagerfeuer, das ist einmalig. Das ist das, was Sie brauchen. Und wir müssen schauen, dass wir solche Umgebungen kreieren. Diese Erfahrungen sind Gold wert. Also kennen Sie ja von irgendwelchen Open Airs und so weiter, gibt es ja immer so Schlammphasen. Wenn ich mit diesen zwei Jungs in der Physik über kinetische Energie spreche oder über Reibung, er weiß, bei der kinetischen Energie kommt es auf die Masse an. Er weiß, nein,
Geschwindigkeit entscheidet. Sie lernen extrem viel über ihren Körper, den man nachher kognitiv mit ihnen besprechen kann, wenn sie das erlebt haben, wenn sie das Intus haben. Oder? Also wir müssen ihnen solche Möglichkeiten geben. Das sind Jungs aus Heckenschwil, aus einer Schule in Heckenschwil, Oberstufe, die haben in einem Berghügel haben sie so eine Bahn gebaut, wo sie mit ihren Velos, da, mit ihren Mountainbikes runterfahren können und haben Samstag, Sonntag gebaut, kein Problem, das ist völlig egal wann, nach der Schule. Sie wollten immer diese Kurven noch höher ziehen. Sie wollten tiefere Gräben, dass sie höher springen können. Das hat nicht aufgehört. Das ist das, was sie brauchen. Nicht Schulzimmer. Und wenn schon Schulzimmer, dann solche. Das ist unser Gymnasium in Romanshorn. Wenn Sie von Friedrichshafen mit der Fähre reinfahren, dann ist das auf der rechten Seite. Und im Sommer, wenn es so heiß ist, dann können Sie direkt vom Schulzimmer ins Wasser springen. Und dann ist Silvio mit seinem Kollegen zu mir gekommen und hat gesagt, dürfen wir das? Und ich habe gesagt, ja, von mir aus schon. Ist das nicht gefährlich? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Ich wusste, dass es nicht gefährlich war, weil sie 2 Jahre vorher den Hafen ausgebaut haben, oder? Und dann haben sie gedacht, hättest du da nicht irgendwie Felsen oder noch irgendwelche Pflöcke? Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Am nächsten Tag sind sie gekommen mit Taucherbrille und Schnorchel. Haben alles abgesucht und haben dann gesagt, Schnickförder, Gumpen. Also kam die Pause, die große Pause, dann sind sie zuerst aus den Schulzimmern gesprungen. Und jetzt müssen Sie sich Folgendes vorstellen. Hier hat es einen Steg, den werden wir nachher sehen. Und da standen die jungen Frauen, die Gymnasiastinnen. So, was passiert mit einem jungen Mann, wenn unten so junge Frauen stehen, die filmen? Passiert Folgendes. Die sind am Schluss, sind die fliegend, ich übertreibe nicht, fliegend aus dem Lernatelier gekommen und sind irgendwie in das Wasser geklatscht, untergetaucht. Die meisten haben extra noch ein bisschen gewartet und dann sind sie irgendwo aufgetaucht. Und das war auf diesem Steg. Ich hatte das Gefühl, hier kannst du die Hormone nur einsammeln. Das hat mich so fasziniert. Und dann, so heimlich war ich eifersüchtig. Und dann haben 3 junge Frauen haben gesagt, Herr Bo, gumpelt sie doch auch. Und da habe ich gedacht, ja. Und dann bin ich rauf und ich bin noch nie, das war etwa 8 Meter, ich bin noch nie so 3 Meter vielleicht, aber nicht mehr, oder? Und dann habe ich gespürt, nein, das kann ich nicht. Kann ich einfach nicht, ich habe so Angst. Oder? Und dann unten, Gumpe, Gumpe, Gumpe. Und dann bin ich geschwungen und in der Mitte hatte ich Angst und habe die Beine angezogen. Ich hatte Angst, dass ich irgendwie zu tief komme mit den Beinen. Und bin flach auf dem Gesäß gelandet. Ich hatte keine Ahnung, wie hart Wasser sein kann. Und da bin ich runter und dann habe ich gespürt, etwas ist nicht gut. Und dann bin ich rauf und dann wollte ich auch so kraulen. Und das hat dann so ausgesehen. Da war nichts mehr. Ich hatte eine Bandscheibe zwischen 6 und 7, die war schon mal raus. Und die ist dann ganz raus. Und dann, wie komme ich jetzt raus? So. Also es war nicht elegant. Und dann auch so bei den Mädchen, es war nicht so elegant. Hatte Schmerzen,
konnte fast nicht nach Hause fahren, weil ich ein Wagen habe mit Schaltung. Oder? Also ich musste immer Lenkrad loslassen, schalten. Aber das Allerschlimmste war, zu Hause, ich musste meiner Frau... Und dann hat sie sinngemäß, hat sie Folgendes gesagt. Also, Männer sind Menschen, bei denen Pubertät und Midlife-Crisis ineinander übergehen. Also, so viel, wie lange dauert die Pubertät? Ja, nachher, aber nachher, dieser Sprung von mir, der wurde Kult. Und zwar der Kult ist folgendes, immer Ende Jahr, wenn die Maturfeier vorbei ist, springt der Schulleiter mit einem Schüler raus und nennt das der Bildungssprung. Und hier sehen Sie diesen Steg, wo die Mädchen waren. Oder? Also das ist, glaube ich, typisch Mann. Dann kommt das da. Also jetzt kommen Sie vom Alter her in eine Phase, Sie kommen quasi von der Natur her in die reproduktive Phase. Das heißt, Sie werden schwanger oder werden Väter. Sie werden sexuelle Wesen und Sie möchten als sexuelle Wesen auch attraktiv sein. So. Wenn man Jugendliche fragt, bist du zufrieden mit deinem Aussehen und deinem Körper? Die wenigsten. Und jetzt gibt es eine ganz tolle Möglichkeit, es gibt so Apps. Ich habe das selber gemacht, ist echt toll. Da kann man sich einfach eingeben und dann siehst du anders aus. Und das machen sie. Also wenn sie diese Profilbilder anschauen und nachher diese Kinder oder diese Jugendlichen in Natura sehen, dann denken sie, das sind verschiedene. Sie müssen nur mal diese Profilbilder von den Kolleginnen ihrer Tochter oder ihres Sohnes ansehen. Die sehen ganz anders aus. Oder? Also es gibt so Algorithmen, die machen einen schöner, jünger. Man kann auch umgekehrt machen. Habe ich auch gemacht, das ist grauenhaft. Aber das ist der Wunsch, sie möchten attraktiv sein. Und ich zeige Ihnen jetzt, was das für Auswirkungen hat in der Psyche. Zuerst einmal, ich erkläre es kurz. Die dunklen Farben sind die Realität. Rot, die Mädchen, blau, die Jungs. Das ist Übergewicht mit 11-Jährigen. Das da. Also Jungs haben im Schnitt mehr Übergewicht als die Mädchen. So. Das Helle ist die Empfindung. Die Jungs haben das Gefühl, ich bin nicht übergewichtig, ich habe Masse. Bei den Mädchen haben mehr das Gefühl, sie seien übergewichtig, als es effektiv sind. Und jetzt, mit 13 Jahren, jetzt beginnt die Pubertät. Das ist unglaublich, bei den Mädchen steigt das enorm an, obwohl sie nicht übergewichtig sind. Sie haben das Gefühl, sie seien zu dick. Bei den Jungs bleibt es relativ realistisch, aber bei den Mädchen steigt es extrem an. Viele junge Frauen haben das Gefühl, sie seien zu dick, obwohl sie es gar nicht sind. Und dann spricht man mit diesen Kindern und sagt, hey, es kommt doch nicht auf Süßere, du Fahr. Weißt du, es sind die inneren Werte, die entscheiden. Ja, super. Mutter, du hast keine Ahnung. Und das stimmt. Welche sind Mobbinggründe? Das sind die neue Zahlen. Es ist das Aussehen. Das Aussehen ist der Hauptmobbinggrund. Kein Wunder, dass sie schön aussehen wollen. Sie wollen nicht gemobbt werden. Kommt dazu. Sie kommen in eine Phase, die für sie stressig ist. Also wir sehen das zum Beispiel hier, die Stressbelastung bei den Mädchen. Das sind 10 bis 13 Anfangspubertät und dann so Mittepubertät. Das nimmt extrem zu. Bei den Jungs weniger. Also die Jungs sind bis jetzt psychisch robuster als die Mädchen. Im Schnitt.
Das sieht man auch bei der Zunahme von psychischen Erkrankungen. Das sind jetzt die Zunahmen in 2 Jahren von 19 bis 2021. Extrem. Oder Antidepressiva, das Doppelte jetzt bei den Mädchen. Also wir haben eine junge Generation, die psychische Probleme hat. Das hat die Natur nicht so vorgesehen. Das muss irgendwie an unserer Gesellschaft liegen. Das ist nicht Natur. Das wäre ja ein Riesenfehler, die solche Individuen, die würden ausgemerzt. Solche Population, das muss etwas mit unserer Kultur zu tun haben. Was ist es denn, was die Kinder krank macht? Also, man weiß es noch nicht genau, aber ein wichtiger Faktor ist der Schlafmangel oder die Schlafqualität. Das kennen Sie vielleicht, wenn die Kinder klein sind und jede Nacht brüllen und man wirklich irgendwo merkt, ich bin nicht mehr der Gleiche. Also jetzt geht es noch einen Monat und da kannst du mich in der Klapsmühle anmelden. Ich halte das nicht mehr aus. Also Schlafmangel ist eine Folter. Und die jungen Menschen, also die pubertieren, haben solchen Schlafmangel. Und dann kommt die ultimative Stressfrage. Das ist die grauenhafteste Frage, die man einem jungen Menschen stellen kann. Und ich kann Ihnen sagen, als Eltern spürt man das und fragt das vielleicht nicht mehr so direkt. Aber machen Sie mal ein Familienfest. Die haben keine Lust mehr an so Familienfeste mehr, weil immer diese Frage kommt. Und dann werden sie aggressiv, ich weiß es nicht. Ja, in welcher Klasse bist du? Ja, dritte Oberstufe. Aber du weißt, dass in der zweiten Oberstufe schon die guten Lehrstellen weggehen. Bravo. Ja. Dann ist der Tag gelaufen. Das ist Stress pur. Und zwar nicht nur für die Jungen, sondern auch für die Eltern. Das ist eine grausame Stressphase. Wie will ich wissen, was ich mache, wenn ich nicht einmal weiß, wer ich bin? Ja, und dann sitzen sie da, oder? Unstrukturiert, mutlos, sind überfordert, sind gestresst, haben keine Lust mehr, sind müde, sind unvorbereitet und genau dann sollten sie sich entscheiden, welche Lehre das sie machen. Und Sie sehen das nicht, aber ich erkläre es. Ein Viertel von den Lehrverträgen werden wieder abgebrochen. Ein Viertel von den Studien europaweit, die begonnen werden, werden wieder abgebrochen. Einfach, weil sie nicht wussten, was passt zu mir. Und als Eltern ist man selber unter Druck. Also man sieht ja, dass die guten Lehrstellen weggehen. Und das Einzige, was man machen kann, ist diesem Kind ein Jahr schenken. Weil ein Jahr ist sehr viel. Aber wenn die Kinder dann irgendwie den Eltern zuliebe und dem Frieden zuliebe eine Lehrstelle annehmen und dann abbrechen, dann ist das schlimmer, als hätte man noch ein Jahr gewartet. Und was junge Menschen ein ganz gutes Sensorium haben, besser als wir, ist die Wahrnehmung der neuen Welt. Wir nehmen das wahr, was wir schon lange wahrgenommen haben. Aber sie spüren, was in dieser Welt abgeht. Und sie spüren, dass sie nicht vorbereitet sind dafür. Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich werde ein paar Dinge zeigen, oder? Aber nur schon solche Dinge, da sind sie zum Teil komplett überfordert und das kommt auf sie zu. Und dann gibt es die Notlösung, ja, dann mache ich halt weiterführende Schule. Und dann gibt es die Notlösung, ja, dann studiere ich halt einfach weiter. Und mit 25 sind sie immer noch nicht vorbereitet, kommen raus aus dem Studium und dann muss der Betrieb irgendjemanden freistellen, der diesen jungen Menschen zeigt, wie die Welt funktioniert.
Also, ich gebe Beispiele. Das VUCA, das ist so eine Vereinfachung, wie die Wirtschaft funktioniert, welche Werte oder welche Kultur dort herrscht. Das ist zwar die Veränderlichkeit, oder diese Volatilität. Das heißt, wir wissen nicht, was morgen ist. Das haben wir jetzt in den letzten 3 Jahren schön gesehen, oder? Also vor 2 Jahren wäre da kein einziger Mensch gesessen. Es passieren Dinge, die können wir nicht voraussehen. Dann ist sie unsicher. Wir wissen nicht, was ist richtig, was ist falsch. Wir versuchen, eventuell funktioniert es nicht. Es ist nicht so klar. Dann ist das Ganze relativ komplex und mehrdeutig. Das ist die Kultur, die Jugendliche antreffen, wenn sie von der Schule weggehen in den Beruf. Und wie sieht es in der Schule aus? In der Schule bleibt alles, wie es ist. Also ich kann einer Mutter oder einem Vater sagen, ihr Kind wird in 6 Jahren, im Sommer, im Fach Mathematik Folgendes lernen. Weil das steht schön im Curriculum, oder? Die Schule ist extrem sicher. Also körperlich sicher, physisch. Psychisch nicht, aber physisch. Sie ist einfach und klar. Es gibt Regeln, die musst du einhalten, fertig, Schluss. Und es gibt richtig und falsch. Was falsch ist, hat einen roten Strich. Ja. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem anderen. Jugendliche spüren das. Wenn Jugendliche Prüfungen machen müssen, die wichtig sind für eine weiterführende Schule, oder wenn sie Prüfungen machen müssen fürs Abitur, dann ist es so, es zählt nur die Einzelleistung. Auf keinen Fall darf miteinander zusammengearbeitet werden. Das geht bis in die Universität. Am Schluss zählt immer die Einzelleistung. Und dann, in der Welt draußen, da geht es um Teamwork. Das hat so nichts. Also stellen Sie sich mal vor, Sie müssen nochmal so qualifiziert werden. Das geht doch nicht. Und die Jugendlichen spüren, da stimmt doch etwas nicht. Swisscom hat entschieden, wenn sich Lehrlinge bewerben, sie wollen keine Zeugnisse mehr. Die Noten sagen ihnen zwar, was sie für Leistungen in den Fächern bringen, aber sie sagen ihnen nicht, ob sie einen Antrieb haben, ob sie Leidenschaft haben, ob sie kreativ sind, ob sie Teamworker, teamfähig sind. Die sagen das alles nichts. Also weg mit den Noten. Das ist einfach, das bringt viel zu wenig, oder? Dann, die Berufe werden ambulant und wandelbar. Das heißt, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Unser Sohn, der hat eine Lehre gemacht als Informatiker und dann hat er nachher noch die BMS gemacht und im Kur studiert. Und ich habe ihn kürzlich gefragt, sag mal, was machst du eigentlich? Er ist in einer Firma, die Filme produziert. Und dann hat er mir das erklärt und ich habe das nicht ganz verstanden. Und dann habe ich gesagt, bist du dort angestellt? Und dann hat er gesagt, nein. Dann sage ich, ja, aber Lohn. Ja, ich bin Permalancer. Dann habe ich gefragt, was ist das? Weißt du, das ist ein Freelancer, der immer Freelancer bleibt. Und dann habe ich gesagt, aber das ist doch verrückt. Wirst du nicht angestellt? Das will ich gar nicht. Und dann habe ich gefragt, aber was steht auf deiner Visitenkarte? Dann hat er so geschmunzelt und gesagt, Vatergeld, du bist aus dem letzten Jahrtausend. Ich kann doch nicht alle 3 Monate eine neue Visitenkarte drucken. Jetzt mache ich das, in 3 Monaten mache ich etwas anderes, ich weiß es doch nicht. Also diese Zeiten haben sich ernährt und es geht nur darum, permanent weiterzulernen, immer weiterzulernen. Und was man genau macht, das wird sich auch entsprechend verändern. Also das weiß man heute, das
zwei Drittel der Kinder, die jetzt in der Privatschule sind, die werden in Berufen sein oder in Tätigkeiten sein, die es heute noch gar nicht gibt. Da stellt sich natürlich schon die Frage, also wie bereiten wir dann die Kinder auf diese Zukunft vor, wenn wir nicht wissen, wie die Zukunft ist. Also früher war es wirklich, da konnte man diese Prozesse von einem Unternehmen oder einer Dienstleistungsorganisation genau definieren und entsprechend dann diese Tätigkeiten ausbilden und sagen, ja, das machst du jetzt hier, du bist hier angestellt, du hast diesen Titel und du machst diese Arbeit und du machst das 20 Jahre. Heute sieht es so aus. Wir sind wirklich in einem Zeitenwandel seit November. Seit dieses ChatGPT-3 rauskommt, ChatGPT-3, hat sich ganz viel geändert, weil die Leute verstanden haben, es gibt jetzt künstliche Intelligenz, die in gewissen Bereichen mehr kann als ich. So. Und was jetzt passiert, ist, dass diese künstlichen Intelligenzen waren früher isoliert. Das wusste man gar nicht, dass es dort auch künstliche Intelligenz gibt und dort auch. Und jetzt verbinden sich diese künstlichen Intelligenzen. Ich mache Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe ChatGPT-3 gefragt, für diesen Abend, wie können Eltern das Talent ihrer Jugendlichen fördern? Und habe sie gebeten, das in einer Form zu machen, direkt sie anzusprechen. Habe den Text genommen, bin in eine andere künstliche Intelligenz und habe einen weiblichen Avatar gesucht und habe den gefüttert mit diesem Text und gebeten, das auf Schweizerdeutsch zu machen. Liebe Eltern, ich bin heute hier im Talentcampus Bodensee, um über ein Thema zu reden, das für uns alle von grosser Bedeutung ist. Als Eltern spielen Sie eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Ihrem Kind bei der Entdeckung und Förderung von seinem Talent. Da sind 6 Schritte, die Ihnen dabei helfen können. Hören Sie aufmerksam zu, geben Sie Ihren Kindern genügend Raum, um über Ihre Interessen, Hobbys und Leidenschaften zu reden. Lassen Sie Ihre Kinder verschiedene Aktivitäten ausprobieren, um Ihre Talente zu entdecken. Wenn das Talent erkannt ist, unterstützen Sie Ihr Kind, indem Sie es ermutigen, weiterzumachen und es beim Erwerb von den notwendigen Fähigkeiten zu unterstützen. Beobachten Sie Ihr Kind und geben Sie Feedback, um zu schauen, wie es sich entwickelt und wie es sein Talent weiter verbessern kann. Vermitteln Sie Ihrem Kind eine positive Einstellung gegenüber seinen Interessen und Talenten, um es ermutigen, weiterzumachen und sein volles Potenzial zu entfalten. Bieten Sie Ihrem Kind Mentoren, Lehrer oder Freunde, die es bei der Entwicklung seiner Talente unterstützen können. Vielen Dank und viel Erfolg! Also diese Frau gibt es nicht, oder? Der Avatar. Das ist erst der Anfang. Jetzt geht die Post ab. Und was in Zukunft sein wird, kein Jugendlicher, der in den Beruf geht, wird ohne diese künstliche Intelligenz auskommen. Das wird zentraler Bestandteil, das ist unsere Begleiterin in Zukunft. Was sie einbringen müssen, sind menschliche Qualitäten, welche die künstliche Intelligenz nicht hat. Das ist das, was sie einbringen müssen, und zwar als Team, nicht als Einzelleistung wie in einem Zeugnis. Und was jetzt passiert im Moment ist, wir haben Schule mit Fächern und Noten. Und jetzt kommt diese künstliche Intelligenz und kann gewisse Dinge besser. Und jetzt kommt die Schule in die Bedrulle. Sollen wir das verbieten? Sollen wir das nutzen? Und ich sage Ihnen, das geht jetzt exponentiell. Also diese Prüfungen, die wir jetzt machen, die werden in kürzester Zeit von der künstlichen Intelligenz gelöst werden. Also machen diese Art von Prüfung keinen Sinn mehr. Und am Anfang war es nur in gewissen Fächern, aber jetzt geht es in allen Fächern.
Und die Qualität steigt von Woche zu Woche. Das heißt, das da hier passt nicht zueinander, sondern konkurrenziert. Wir müssen etwas anders machen. Wir müssen schauen, dass wir hier Qualitäten entwickeln, welche die künstliche Intelligenz noch nicht hat. Das ist unsere Aufgabe als Eltern und als Pädagogen. Um dann mit der künstlichen Intelligenz zusammen Kompetenzen entwickeln. Das sind Qualität. Aber es gibt doch im Zeugnis steht nichts von dem oder vielleicht nur andeutungsweise. Also das wäre extrem wichtig und dass das ein zentraler Punkt von der pädagogischen Entwicklung wird. Ich komme jetzt zu den Talenten, wie man die entwickelt und möchte Ihnen zeigen, wie wertvoll sie sind. Und zwar mache ich eine relativ hohe Flughöhe. Es gibt so einen, jedes Jahr wird der bestimmt, einen globalen Index, wie stark kann ein Land Talente entwickeln und anziehen. Also im Wettbewerb zu den Staaten, welcher Staat hat die besten Talente? Egal, ob er sie selber ausgebildet hat oder ob er sie einkauft. Seit Jahren ist Schweiz an der ersten Stelle. Seit vielen Jahren. Die Schweiz ist das Land, das die besten Bedingungen hat, um Talente entweder zu entwickeln oder anzuziehen. Und jetzt, wie hängen Talente und Wohlstand zusammen? Also wir sehen hier diesen Bruttoinlandprodukt und wir sehen, das steigt mit zunehmendem Index. Also die Schweiz ist hier, Deutschland ist hier, ja, ein bisschen tiefer. Das heißt jetzt nicht, dass es in Deutschland weniger Talente gibt. Das heißt nur, sie landen hier. Dort machen sie die Ausbildung und wir bieten einen höheren Lohn und da kommen, oder noch andere Bereiche und da kommen die hierher. Das ist also eine Talente, und da sind wir wie bei den Griechen, Talente ist eine Währung. Also müssen wir schauen, dass wir möglichst bei unseren Kindern diese Währung entwickeln. Was ist jetzt ein Talent von der Definition her? Folgendes, man kann das mathematisch machen. Das sind so die Begabungen von uns jetzt hier als Gruppe. So, je nach Begabung sind wir vielleicht nicht so begabt, dann sind wir auf dieser Seite, oder wir sind durchschnittlich begabt, oder wir sind sehr begabt, oder sogar sehr begabt oder begabt. Voilà. So. Dann, nach der Begabung, kommt das Talent. Das heißt, eine extreme Begabung nennen wir, wenn das zu den 10% besten gehört, nennen wir Talent. Das ist das, was die Jugendlichen hier im Haus erfüllen müssen, wenn sie bei uns in die Sportschule gehen wollen. Sie brauchen diesen Ausweis, dass sie zu den 10 Besten gehören in der Schweiz. Das ist es. Das Problem hier ist aber folgendes. Je älter sie werden, je besser sie werden, desto mehr steigen sie auch auf. Und der Vergleich wird nicht mehr gemacht wie früher, sondern der Vergleich wird jetzt unter den Besseren gemacht. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo sie nicht mehr talentiert sind. Das ist wirklich hart. Und wenn man jetzt schaut, welche sind die Einflüsse oder wer bestimmt denn, dass ein Mensch ein Talent hat? Hier sehen wir den Einfluss des Übens, des Trainings und das Dunkle ist dann der Einfluss von anderen Faktoren. Und hier haben Sie also Beruf, dann Ausbildung, Sport, Musik und Gaming. Überlegen Sie sich mal, was Sie glauben, welcher Anteil das Üben ausmacht, das Training. Und jetzt schauen Sie sich diese Auswertung an.
Also, im besten Fall ein Viertel. Ein Viertel macht Training aus und drei Viertel sind andere Faktoren. Und wenn man hingeht und dann in der Bildung schaut oder im Beruf, dann hat das Üben fast keinen Wert mehr. Leider sagt die Studie nicht aus, was die anderen Faktoren sind. Das sagt sie nicht. Aber das Üben allein bringt dich nicht an einen Punkt, wo du wirklich top wirst. Du musst irgendetwas in deinem Herzen tragen, das das macht. Irgendetwas hat jeder Mensch, aber das muss man finden. Und wenn ich das finden will, dann hat es keinen Sinn, dass ich mich immer vergleiche mit außen. Ich kann mich ja selber als Referenz nehmen. Ich kann mal schauen, welche Tätigkeiten kann ich im Vergleich zu mir am besten? Was ist das Beste an mir? Was mache ich am liebsten? Wo habe ich Leidenschaft? Wo vergesse ich die Zeit? Ich hatte ein so schönes Gespräch mit einer Schülerin von uns, die tanzt und gleichzeitig ist sie eine Hockeyanerin. Und dann habe ich sie gefragt, welches von beiden ist jetzt deine Leidenschaft? Und dann hat sie kurz überlegt und hat gesagt, okay. Und dann habe ich gesagt, auf welchen Kriterien hast du das jetzt entschieden? Dann hat sie gesagt, wissen Sie, Herr Bo, im Turnen, Tanzen, da schaue ich immer auf die Uhr. Das, im Hockey habe ich das noch nie gemacht. Wie geht die Entwicklung vor sich? Also wie findet man dieses Talent? Weil gewisse Jugendliche mit 16, wenn die zu uns kommen, ich frage, was hast du für ein Talent? Wie meinen Sie das? Ja, wo bist du gut? Meinen Sie Noten? Dann sage ich, nein, einfach nur, was machst du gern? Dann sind sie so ruhig, schauen die Eltern an. Und dann sage ich, Game. Also, es ist doch verrückt, wenn ein 15-, 16-Jähriger nicht weiß, was er gut kann, außer Game. Und deshalb ist es wichtig zu schauen, wo haben die Menschen Freude? Wo erkennt man allenfalls eine Begabung? Dass man sieht, hey, der kann das wirklich gut. Und dann ging es darum, entweder Sie als Eltern oder wir als Pädagogen, dass wir diese Begabung fördern. Und dann kommt ein wichtiger Schritt, nämlich, wie kann ich eine Begabung zum Talent machen? Sie kennen vielleicht diese Situation, Sie haben ein Kind, das ist begabt, aber das macht nichts draus. Das ist fast nicht zum Aushalten. Oder? Du hast so ein Geschenk und du Fuhler, kein machst nichts. Ist auch für uns Pädagogen schwierig. Und dann das Letzte wäre, wenn das Talent gefunden ist, die Frage, was kannst du jetzt später damit machen? Also, dass du Geld verdienen kannst, dass du selbstständig werden kannst. Und dieser Teil können wir begleiten. Für diesen Teil hier brauchen wir Fachleute. Wir sind nicht fähig als Pädagogen oder als Eltern zu sagen, mein Kind hat das und das Talent. Außer ein Trainer oder ein Fachmann aus diesem Gebiet bestätigt uns das. Und zwar aus folgendem Grund. Damit wirklich ein Talent stabil ist, braucht es Leidenschaft. Es braucht dieses schöne deutsche Wort, das Passion und Resilienz beinhaltet, also Resilienz und Passion. Und um das umzusetzen als Beruf, braucht es dann Qualitäten, welche wirklich in die Zukunft gehen. Ich komme darauf noch zurück. Also, die Jugendlichen müssen Dinge machen können, die nicht im normalen Schulunterricht passieren. Das heißt, sie brauchen eine passende Umgebung, wo das möglich ist. Je nachdem, was sie machen. Die Jugendlichen brauchen leidenschaftliche Menschen, damit sie sich orientieren können, wäre das etwas für mich. Ich zeige Ihnen die Angebote, die wir hier machen im Campus oder gemacht haben, wo die,
die Lernbegleiter, also unsere Lehrpersonen, durften ihr Leidenschaft als Talentum ausschreiben, als Nachmittagsaktivität. Überlegen Sie sich, was würden Sie von sich aus ausschreiben? Egal was. Und das macht so viel aus, wenn ich von einem Menschen lernen kann, der für diesen Inhalt brennt. Das ist das Schönste, was passieren kann. Also brauchen wir Vorbilder, die mit Leidenschaft das machen, was sie am liebsten machen. Das brauchen Jugendliche. Diese Vorbilder brauchen Jugendliche, um sich zu orientieren. Auch um vielleicht zu sagen, ja, das ist nicht mein Ding, aber besser kann man es nicht machen, als mit einem Menschen, der Leidenschaft hat. Ich zeige Ihnen zwei Tätigkeiten, was in diesen Tätigkeiten für Kompetenzen entstehen. So. Und jetzt zeige ich Ihnen die Bilder, wie das aussieht, diese Tätigkeiten. Das sind ja beides tolle, Entwicklungen. Also das linke war der Gamer und rechts sind die Influencer. Oft erkennen wir gar nicht, welche Qualitäten in gewissen Tätigkeiten sind, weil wir irgendwie ein Vorurteil haben. Also wir müssen auch versuchen, unsere Vorstellungen zu überdenken und neue Tätigkeiten zuzulassen bei den Kindern und zu sehen, hey, ein guter Gamer, das ist unglaublich, was der für Qualitäten haben muss. Also wir hatten hier einen professionellen Gamer, der hat den anderen Gamern erklärt, auf was es ankommt, oder? Bis hin zu Schlaf, Ernährung und so weiter. So, also die Situation ist so, die Welt wandelt sich und der Jugendliche wandelt sich. Und jetzt ist die Frage, ist das nicht auch eine Chance? Wer begleitet die Jugendlichen nebst den Eltern? Für sie ist es schwierig, sie haben die wichtigste Rolle. Sie sind Vater oder Mutter. Das ist das Allerwichtigste und Schwierigste. Aber die Begleitungen können andere Menschen übernehmen. Das kann ein Lehrmeister sein, ein Trainer oder ein Musiklehrer oder was auch immer. Oder ein Nachbar oder ein Götti oder ein Lehrmeister oder ein Coach. Aber Jugendliche brauchen auch außerhalb der Familie Menschen, an denen sie sich orientieren können. Und ich zeige Ihnen kurz, wie wir das Coaching machen. Es geht darum, abzuklären, was will der Jugendliche? Was ist dein Ziel? Jeder bei uns hat einen anderen Stundenplan, weil jeder ein anderes Ziel hat. Und da geht es im Prinzip, ihn zu beraten. Das ist so der klassische Teil, den macht man auch bei Erwachsenen, also was das für Zielsetzungen, Ressourcen und so weiter. Jetzt gibt es aber Momente in der Pubertät, da brauchen sie Führung. Aber da muss man ihnen klar sagen, hey, was du jetzt gemacht hast, widerspricht deiner Zielsetzung. Wenn das Ziel das immer noch das gleiche ist, dann geht es so nicht. Knallhart, dann brauchen sie einen Rahmen. Und da muss man ihnen das klar machen, so nicht. Auch gewisse Verhaltensweisen, wo man nicht akzeptiert. Und wenn man dann wirklich Tacheles redet mit den Jugendlichen, knallhart, kann es plötzlich sein, dass er zu weinen beginnt. Und dann braucht es den dritten Hut, das ist das Dasein. Und das ist extrem wichtig als Coach von Pubertierenden, dass wir diese Hüte wechseln können. Und wenn das im richtigen Moment geschieht, also wenn er dann plötzlich seine Verletzlichkeit zeigen kann und klar wird, wieso, dass er gewisse Dinge nicht macht, dann entsteht so ein magischer Moment von Beziehung und das ist
wichtig, dass das außerhalb der Familie passiert, dass irgendjemand das machen kann. Und nicht, für die Eltern ist es ganz schwierig. Also ich konnte meine Kinder nicht couchen, das ging nicht. Was im Coaching wichtig ist, das ist quasi die Vision. Wohin könnte es dich führen? Und zwar nicht einfach welchen Lehrabschluss. Was machst du in 10 Jahren, wenn alles gut läuft? Welche Leidenschaft hast du? Welche Talente hast du? Welche Ausbildung schließt du ab? Was ist möglich mit diesen 3 Teilen? Und dann nachher, wenn man mit den Jugendlichen diese Vision macht, zurückzuschauen und sagen, was könntest du morgen dafür machen? Da holt man die Energie. In der Vision holt man die Energie. Man holt sie nicht, wenn man über den Abschluss spricht. Also das ist an einem anderen Ort. Wie schafft man Zeit für diese Talente? Das ist ja ein Problem. Also wir haben hier die Schulfächer, für gewisse Kinder ist die ganze Woche voll mit Schule, mit Nachhilfe, mit Training oder irgendetwas. Die haben gar keine Zeit für persönliche Interessen, für ihre Passion und sie kommen nicht dazu, diese Passion in die Tiefe zu bringen. Und in der Tiefe wäre im Prinzip, in der Tiefe ist alles vorhanden, da ist die Persönlichkeitsentwicklung, da ist die Bildung, da sind alle Fächer. Es führt einfach dazu, dass jeder sich aus dieser Tiefe das für sich herausholt, was für ihn wichtig ist. Also wir sollten den Jugendlichen genügend Zeit geben, dass sie in die Tiefe gehen können. Das braucht auch Resilienz, das braucht Vorbilder, Coaches. Und das, was sie hier schöpfen, das ist das, was man nachher auch für die Fächer brauchen kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, vielleicht einfacher. Das ist Ken in unserer Talentschule in Winterthur. Ein hervorragender Musiker, Klavierspieler, Pianist. Die Besprechung war folgende. Die Eltern, er, der Klavierlehrer und unser Coach. Und dann sagt ihm der Klavierlehrer, Ken, du spielst wunderbar, technisch hervorragend, aber du wirst nie ein Profi werden. Da hat er so geschaut. Wieso? Ja, du spielst Chopin, Mozart, Beethoven. Du spielst ja alles genau gleich. Du kennst ja die Unterschiede dieser Persönlichkeiten nicht. Du weißt nicht, wann haben sie gelebt, wo haben sie gelebt, wie haben sie gelebt, welche Sorgen hatten sie, welche Freuden hatten sie. Das sind ja, du sitzt da, aber du musst es so machen, dass Liszt da sitzt, dass Chopin da sitzt. Du musst wissen, wer das ist. Dann hat er Folgendes gemacht. Dann hat er von jedem Komponisten ein Triptychon gemacht, wo er alles aufgeschrieben hat. So, dass er ein Bild bekam. Und dann habe ich ihn gefragt, was bringt dir das jetzt für die Geografie und die Geschichte? Und dann hat er mir so sinngemäß gesagt, also von der Geografie weiß ich jetzt, der hat dort gelebt, der hat dort gelebt, der hat dort gelebt. Damit verbinde ich die Länder. Und dann habe ich eine Zeitschiene vor Chopin, nach Chopin. Vor Mozart, nach Mozart. Er hatte diese Kristallisationspunkte in seiner Bildung, die zusammenhängen mit seiner Leidenschaft. Also ich möchte ganz kurz zeigen, wie er spielt. Gilt, ich gehe da von der Zeit her mache ein bisschen schneller. Ich möchte noch auf diese Leidenschaft und auf diese Future Skills eingehen. Was können Sie machen, dass Ihr Kind resilienter wird? Resilienz heißt, kommt aus der
aus der Physik und bedeutet, wenn ich einen Stoff zusammendrücke und wieder loslasse, geht er in den Ursprungszustand zurück. Und das hat man in der Psychologie auch gesagt, also wenn ein Mensch bedrückt ist und nachher wieder in den Normalzustand kommt, dann ist er resilient. Und dazu eine wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe mit unseren ukrainischen Hockeyspielern, die wir haben. Wir haben ja 35, sind gekommen, ganz plötzlich, zum Teil mit den Müttern, zum Teil ohne Mütter, sind jetzt hier. Und ihre Leidenschaft ist das Hockeyspielen. Und das ist das, was sie verbindet. Das ist die einzige Konstante, die sie haben. Also sie haben die Eltern, Brüder in der Ukraine, die Väter, die Großeltern und zum Teil auch noch die Mutter. Und ich habe sie begleitet am Anfang. Sie kamen ja nur mit einem Smartphone, keine Bücher, nichts. Und ich musste irgendwie Unterricht organisieren für sie. Sie konnte kein Englisch, ich kein Ukrainisch. Es war ganz schwierig. Und dann kam einer der Jungen zu mir, Nikita, und gab mir so ein Doppelblatt handgeschrieben und sagte, Essay for you. Und da habe ich das so angeschaut. Nikita, that's Ukraine, I can't read it. I know, translation for you. Und dann habe ich das gelesen und er hat dort beschrieben, wie die russischen Panzer kamen und hinter ihrem Haus Stellung gezogen haben und von dort geschossen haben. Und das Haus haben sie benutzt als Schutzschild. Und er und seine Familie sind dann in den Keller und haben 14 Tage dort kalte Kartoffeln gegessen. Und irgendwann mussten sie sich entscheiden. Und dann sind sie auf die Flucht mit den Nachbarn und der Nachbar wurde erschossen. Und ich habe das gelesen und er stand einfach nur da. Und das hat mich so getroffen. Und dann habe ich ihm gesagt, Nikita, this document is extremely important. Keep it safe for your children and grandchildren. Und das zeigt, wie Jugendliche, und er kann mit dem umgehen, ich bin überzeugt, er wird dadurch resilient, durch diese schwierige Zeit, was der erlebt, was er für Mechanismen entwickeln muss, dass er nicht untergeht. Und mir wurde klar, wie wichtig dieses Talent für sie ist. Und dann kommt die Abwehr, das kann doch nicht sein, und der Ärger und letztlich der Tal der Tränen und so weiter. Also Resilienz ist eine Entwicklung. Und in dieser Entwicklung gibt es verschiedene Fähigkeiten, die einem helfen, von einer Phase in die andere zu kommen. Also es ist wirklich eine sehr vielseitige Entwicklungsaufgabe, solche Resilienz zu entwickeln. Und das hilft, wenn man zum Beispiel Verantwortung übernehmen muss. Da kann man nicht mehr für sich alleine schauen, sondern man muss für andere schauen. Also hier sind wir wieder bei diesen Jugendorganisationen. Die helfen irgendwie, wenn halt eine ganze Woche regnet, dann regnet es halt eine ganze Woche. Fertig, Schluss. Oder endlich, oder? Also, wenn ihr Kind ausruft und sagt, ja, das mache ich so nicht gern. Denken Sie, genau so muss es sein. Und für den Rest der Hüppel, alle Woche früher, fertig, Schluss. Wir können das miteinander machen. Ich habe Ideen, wie ich das machen kann. Probier es mal so, probier es mal so, probier es mal so. Was ungünstig ist und was uns Eltern in eine schwierige Lage bringt, ist, wenn sich das Kind hinter uns versteckt. Dann müssen wir irgendwie reagieren. Aber das Kind lernt nichts. Und das, was sie nur in Ausnahmesituationen machen sollten, wäre das da, dass sie vor das Kind hinstellen. Das macht man als Eltern dann, wenn das Kind
gefährdet ist. An Leib und Seele gefährdet ist. Aber machen Sie es wirklich nicht Ihnen zuliebe, weil Sie das Leiden Ihres Kindes nicht aushalten. Das ist, ist auch eine Resilienzschulung der Eltern. Gut. Also, nur kurz, wir haben so 6 Future Skills, die wir entwickeln, weil wir sagen, die Kinder brauchen irgendwie noch Begabungen, wie sie ihr Talent in die Welt einbringen können. Ich bringe ein Beispiel. Wir haben in Nepal eine Partnerschule. In 2015 gab es dort ein großes Erdbeben. Und dann hat die International School, die haben Geld gesammelt und mit diesem Geld konnte man eine ganze Schule bauen. Und seit diesem Zeitpunkt, also seit etwa 7, 8 Jahren, gehen immer wieder Jugendliche von uns nach Nepal und unterrichten dort die Schüler. Englisch oder Mathematik oder Kulturaustausch und so weiter. Und was wirklich toll ist, jetzt gehen wieder 2 vom 10. Schuljahr, man verlässt die Familie. Ah. Endlich weg. Das ist so toll. Weg von der Familie. Das hat so viele gute Qualitäten. Die Kinder oder die Jugendlichen erleben die Welt anders. Sie erleben sich anders. Sie haben neue Eindrücke. Es gibt eine Horizonterweiterung. Sie sehen Dinge, die wertvoll sind, die wir hier nicht haben. Vielleicht nicht finanziell. Sie kommen aber auch zurück und sagen, das ist ja traumhaft. Da kannst du einfach den Hahn aufmachen und es kommt warmes Trinkwasser zu der Dusche aus. Sie schätzen nachher das, was sie für normal halten. Also wenn Sie die Möglichkeit haben und Ihr Kind Freude hätte, dann schicken Sie es irgendwo hin. Letztlich, kommt zum Schluss, letztlich ist die Pubertät ja einfach eine von den Phasen in unserem Leben und sie ist eine wichtige Phase. Und ich glaube, die Zeit ist reif zu erkennen, dass die Pubertät ganz viele Qualitäten hat für die Zukunft unserer Gesellschaft. Und der Zweck, einfach gesagt, sind diese Dinge. Also ablösen von den Eltern, Freunde und Partner suchen, eigene Werte definieren, sich selber finden und die Talente entwickeln und sich in die Gesellschaft einbringen, Probleme lösen und die Gesellschaft weiterentwickeln. Und junge Menschen haben Freude am Leben. Wir müssen sie darin unterstützen, vorbereiten und vielleicht auch ausbilden. Wann ist Schluss mit dem Schmuck? Also es gibt die Sichtweise der Jugendlichen. Dann gibt es eine Definition der Psychologen, die sagen Folgendes. Wenn ein Jugendlicher sagt, ich räume mein Zimmer auf, und wenn er damit meint, dass er es neu organisiert, umstellt, und wenn er dann noch sagt, ich gehe heute früher ins Bett, weil morgen habe ich einen wichtigen Tag, dann ist sie vorbei. Und das ist der Fall bei den Frauen mit 19 und bei den Männern ein bisschen länger. Was hilft? Das Wissen, es ist eine Phase, es ist nicht ein Dauerzustand. Das denken nur die Eltern. Es ist eine Phase, die geht vorbei. Und es hilft auch, wenn man eigene Erfahrungen hat in dieser Phase. Vielleicht muss man auch die eigenen Eltern noch fragen. Und es braucht einfach viel Geduld. Sie sehen mich hier in der pubertären Phase. Die Noten, also einfach für diejenigen von Deutschland, alles was unter 4 ist ungenügend, 4 ist knapp genügend, oder? Eigentlich war es auch ungenügend, aber ich wusste, wie ich mit jedem Lehrer reden musste. Und jetzt schauen Sie das Bild 5 Jahre später an. Das ist ja unglaublich, oder?
so sympathisch, seriös. Und die Noten sind dann auch gekommen. Oder? Das heißt, bei den Jungs geht es vielleicht ein bisschen länger, aber es kommt auch dort. Und wo erkennen Sie es zu Hause? Ich zeige Ihnen das. Erinnern Sie sich an dieses Bild? Das ist das Zimmer unserer Tochter. Und sie hat immer Mühe, wenn ich das an den Vorträgen zeige. Nur unter der Bedingung hat sie mir das erlaubt, indem ich euch zeige, wie es hier ausgesehen hat. Als ich das gesehen habe, ich hatte so Freude. Klar, man kann verschiedene Fragen stellen als Vater. Aber ich habe gesagt, hey Simon, du hast ja das alles schön nach Vater geordnet. Er sagt, Vater, das sind Pantone-Nummern. Also das sind die Druck, die Nummern, die man braucht für den Drucker, damit er genau die richtige Farbe nimmt. Weil sie hatte eine Lehre begonnen als Grafikerin. Hat jetzt vor 2 Jahren hat sie einen Abschluss gemacht als Farbdesignerin. Es war alles schon da. Und jetzt schauen Sie sich das an. Das ist immer an Ostern macht sie für uns einen Brunch. So, jetzt nochmals. So. Wenn Sie also in den Zimmer von Ihrem Kind gehen, wenn Sie das sehen, schließen Sie die Augen und denken Sie an das. Das kommt, das kommt. Noch ein kleiner Trost. Das ist die blaue Kurve, die ich Ihnen gezeigt habe, was Sie für Ihr Kind bedeuten. Da geht es ja nur noch runter, oder? Und dann kommen die Zeit, wo Sie ausziehen. Voilà, wo sich heiraten oder einen Partner, Partnerin haben. Und dann geht es hier wieder rauf. Nämlich dann, wenn Sie Kinder haben. Also wenn Sie Großeltern werden. Sie müssen nur diese Zeitspanne aushalten. Ich habe Ihnen Dinge zusammengestellt, Bücher zusammengestellt. Es gibt jetzt im Moment gerade eine Ausgabe von Spicker auch über Pubertät, dort habe ich noch ein Interview drin. Was für Sie wichtig ist, ist, wenn Sie die, wir schicken die Folien zu, also wenn Sie, oder wir schicken, ja, oder Sie können es so machen, gehen Sie auf Boflix, Sie können es eingeben in Google, einfach bo-flix und dann gelangen Sie zu dieser Seite da und wenn Sie da nach unten scrollen, kommen die Folien. Und wenn Sie weitergehen, da hat es noch Vorträge von mir und einer ist Pubertät. Es sind 5 Teile, da habe ich noch mehr Erfahrungen aus der Pubertät und Sie können einfach schauen, was ist im Moment bei uns so das Problem. Und dann können Sie diese verschiedenen Teile anschauen. Und dort finden Sie noch mehr Informationen. Also das wäre eine Möglichkeit. Und ein Buch möchte ich aber erwähnen. Das ist wirklich, das ist ganz toll. Diese Zitz. Das ist die Notfallliteratur. Also wenn Sie das Gefühl haben, wir haben total versagt. Also das ist doch nicht unser Kind. Dann nehmen Sie so ein Buch und eine Flasche Wein und wenn Sie so die halbe Flasche getrunken haben, dann schmunzeln Sie nur noch und denken, woher kennt der unsere Tochter? Und was ganz schön ist, falls Sie Gott oder Götti sind und Sie wissen, dass im Moment wirklich der Haussegen schief steht zu Hause, sagen Sie Ihrem Gottenkind oder Göttiburg, er soll so ein Buch kaufen und soll eine nette Widmung schreiben und das der Mutter oder dem Vater an Weihnachten oder am Geburtstag schenken. Das wirkt Wunder. So, dann werde ich am Schluss mit 2 bitten. Erstens, wenn Sie Dinge haben, die Sie finden, das wäre noch wichtig gewesen, im Vortrag zu sagen, und da habe ich eine Frage, und da habe ich eine Anregung,
schicken Sie mir das. Weil der Vortrag ja auch davon lebt, was erleben andere Eltern, nicht nur ich. Und die zweite Bitte, wir haben einen Förderverein gegründet, wo wir, also wie eine Stiftung, wo wir Jugendliche unterstützen. Und wir würden heute Abend würden wir sammeln für die ukrainischen Hockeyspieler. Das ist relativ ein teures Hobby, das nicht finanziert wird von der Schweiz. Das müssen wir selber irgendwie finanzieren. Aber es ist wichtig für sie. Es ist der einzige Halt im Moment, den sie wirklich haben. Und das zweite wäre für diese nepalesischen Jugendlichen, für diese Schule, werden wir auch Material, Bücher, allenfalls auch vielleicht Laptops oder so irgendetwas zur Verfügung stellen, und das sammeln wir auch. Gut, ganz herzlichen Dank, dass Sie nicht an irgendwie Fasnacht gegangen sind, sondern dass Sie da sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Vielen Dank. Erquickenden Vortrag und die vielen Informationen, wichtigen Informationen. Und ja, ich lade Sie herzlich noch ein, Sie dürfen bleiben. Das Lernhaus ist noch offen. Gerne dürfen Sie auch durchs Haus gehen. Es sind auch einige Mitarbeiter von uns hier vertreten. Sie sehen das an den Schildern. Gerne ansprechen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie eine Hausführung gerne hätten. Und ansonsten wünsche ich Ihnen eine gute, sichere Heimreise und herzlichen Dank fürs Kommen.